Hey Freunde, heute kam die neue One Piece Folge raus und zwar die Episode Nummer 820. In Zukunft habe ich vielleicht wieder vor, ein paar Streams dazu zu machen, aber jetzt gibt es erstmal ein Video dazu, weil ich einige interessante Sachen da rausgefunden habe. Es ist zwar eine Anime-Folge, die 1:1 ist wie Manga, aber es gibt einige extra Stellen, zum Beispiel den Kampf von Ruffy, auf den wir gleich näher eingehen. Und zwar ist dort was passiert, was ich echt krass vergessen hatte. In Manga war es wirklich nur eine halbe Seite. Hier wurde das natürlich ein bisschen mehr gefokust und das finde ich eigentlich auch okay. Ich fand vorher zum Beispiel, habe ich ein Video gemacht, wo ich über Cracker geredet habe, wo Ruffy die King Kong Gun einsetzt und danach verkackt und so. Das finde ich nicht okay, weil das überhaupt nicht im Manga vorkam. Aber hier gab es ja den Kampf zwischen diesem Big Mom Pirat und Ruffy. Der wurde halt nur ein bisschen ausgeweitet. Ruffy hat dann eine Hawk Gatling rausgehauen, das heißt Haki, und dann eine Gatling halt. Der Gegner hat dann Haki eingesetzt. Und das fand ich eigentlich relativ okay, wobei es halt jetzt nur im Anime so ist, dass dieser Typ Haki besitzt, aber ich glaube nicht, dass es weiter wichtig ist als irgendwas mit Cracker, das war halt schon meiner Meinung nach viel zu krass. So, und zwar fängt die Folge damit an, dass Ruffy halt abhaut, er schafft es da abzuhauen und kämpft sich da durch verschiedene Gegner durch. Dann kommt dieser Cadenza, der heißt so der Big Mom Pirat und ja, er will Ruffy natürlich aufhalten. Ruffy ist immer noch auf der Suche nach Sanji und ist komplett am Austicken, schon die ganze Zeit, und dann macht er auch eine Aktion, die ich wirklich nicht erwartet hätte. Kurz vorher gibt es nochmal einen kleinen Schwenker, und zwar schafft es Pedro Tamago zu besiegen und der wird dann einfach zu einem Chicken. Das fand ich halt wirklich extrem krass. Was für eine Art von Teufelsfrucht ist das überhaupt? Ohne Witz, kann sein, dass es irgendeine mystische Frucht ist oder keine Ahnung, er wurde einfach wiedergeboren. Das heißt, wenn er stirbt, wird er halt zum Huhn und dann stirbt er nochmal, wird zum Ei. Also wirklich richtig komisch. Das heißt, er ist vielleicht sogar unsterblich. Keine Ahnung, vielleicht muss man ihn Seesteinhandschellen erst anlegen und das ist sozusagen die wahre Kraft der Teufelsfrucht. Das heißt, wir haben schon mal eine Teufelsfrucht, mit der man eigentlich für immer leben könnte. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch ein Limit, aber wir wissen, dass es sozusagen eine Art Reinkarnation gibt. Brooks Frucht funktioniert ja etwas anders mit der Seele. Dann die Frucht von Marco. Da schätze ich mal, dass es genauso funktioniert wie die Frucht von Tamago. Vielleicht wollte Oda uns damit zeigen, dass es mystische Teufelsfrüchte gibt, Zoanfrüchte, die so eine Art von Kraft in sich beherbergen. So, danach gab es den Kampf zwischen Brook gegen Big Mom. Dort wurden auch natürlich ein paar Szenen hinzugefügt. Natürlich kann man im Manga nicht so viele Szenen für einen Kampf benutzen, natürlich nur die wichtigsten Panels, ist ja natürlich kein Bewegtbild, und dort sehen wir, wie Zeus und Prometheus die ganze Zeit angreifen, und ich finde, es sieht richtig cool aus. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Die Animation ist jetzt nicht over the top, aber ist auch meiner Meinung nach nicht schlecht. Der Kampf ist da auf jeden Fall nice. Ich weiß noch, als wir damals im Manga stand waren und dachten, Brook könnte sie besiegen oder so. Aber das ist ja natürlich Quatsch. Sie ist ein Kaiser und er könnte höchstens dort mithalten. Aber mehr auch nicht. Trotzdem kommt da später noch was ziemlich Interessantes, worauf ich dann noch eingehen werde. So, der Angriff von Brook scheitert mehr oder weniger, weil Big Mom dann einfach Prometheus auf ihn schickt. Er kann halt natürlich Feuer speien und danach geht es weiter mit dem Kampf von Pedro. Also insgesamt richtig solide meiner Meinung nach. Danach gibt es die Stelle, wo Pedro sich hochjagt, um dann aus dieser Situation mehr oder weniger rauszukommen, beziehungsweise um die Gegner, die ihn umkreist haben, einfach komplett zu vernichten mit dieser Bombe. Und wie gesagt, er jagt sich da selbst hoch, er hat da diese ganzen Dynamiten und die Manga-Zuschauer wissen natürlich, ob er es überlebt hat, Freunde. Es war wahrscheinlich eine Art Foreshadowing auf das, was später kommen wird. So, der Kampf zwischen Ruffy und dem Big Mom Piraten geht immer noch weiter. Das wurde ein bisschen gestreckt, aber der Kampf war jetzt an sich aber auch relativ gut animiert. Von daher ist es mehr oder weniger okay. Und jetzt kommen wir zur Stelle, die ich wirklich extrem heftig fand, Freunde. Und zwar hat Ruffy ihm eine Eagle-Bazooka reingehauen. Der Typ konnte dann mit seinem Haki das mehr oder weniger abwehren. Das heißt, es wurde im Anime den Typen Haki hinzugefügt. Im Manga hat man das nicht gesehen. Ich habe es gerade durchgeblättert und da hat man das auf jeden Fall nicht gesehen. Falls ich mich irren sollte, ihr könnt ja mal genauer nachschauen. Ich habe das, wie gesagt, nur überflogen. Und Ruffy umschließt dann seinen Hals, um herauszufinden, wo Sanji ist, drückt er dann seinen Hals, beziehungsweise lässt ihn fast ersticken und schreit ihn an, sag, wo Sanji ist, sag es mir, und dieser Typ drückt einfach nicht raus und Ruffy drückt dann immer weiter mehr, bis dieser Typ dann komplett einfach umfällt. Das heißt, Ruffy hatte wirklich die Intention, ihn zu töten, und ich fand das wirklich heftig. Hier wurde es ja ein bisschen mehr, beziehungsweise ein bisschen krasser gezeigt, und im Manga war es ja nur relativ kurz, sage ich mal, und durch den Fokus
Fokus halt, wie gesagt, im Anime fand ich das schon extrem krass, dass Ruffy die Intention hatte, ihn vielleicht sogar umzubringen, um herauszufinden, wo Sanji ist. Das hat man vorher wirklich noch nie gesehen. Ich meine, gegen Arlong, den hat er durch die ganzen Stufen rausgehauen. Er hat Doflamingo durch ganz Dressrosa geschmettert und so. Aber irgendwie gab es noch nie diese richtige Wut, diese Intention, den zu töten, meiner Meinung nach. Es ging ein paar Mal schon in die Richtung, aber ich fand das hier gerade extrem heftig. Ich weiß nicht, ob das von Oda geplant war oder ob das nur jetzt im Anime ist. Auf jeden Fall gibt es diese Szene auch im Manga. Das heißt, es ist nicht irgendwas Erfundenes. Im Manga ist die Szene halt nur etwas kleiner. Aber er hält ihn auch am Hals fest, drückt extrem kräftig zu und sagt auch, rück raus, wo Sanji ist. Das heißt, die Stelle ist jetzt nicht irgendwie erfunden oder sonst was. Also, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich fand es, wie gesagt, extrem krass, dass Ruffy einfach versucht, jemanden umzubringen, beziehungsweise halt mindestens so lange zu erwürgen, dass er bewusstlos wird. Richtig krass. So, danach geht der Kampf zwischen Brook und Big Mom weiter, beziehungsweise zwischen Prometheus und ihm. Brook ist ja die einzige Person, die Prometheus irgendwie Schaden anrichten kann, weil er halt diese Teufelsfrucht hat, diese gegensätzliche Teufelsfrucht. Und deshalb schafft er es halt, ihm sozusagen eine Narbe hinzuzufügen, beziehungsweise ihn überhaupt aufzuschlitzen. Aber Brooks, sage ich mal, Siegesserie endet relativ schnell. Er kriegt eine Faust von Big Mom und das war's dann für ihn. Das war der Kampf zwischen den beiden. Fand ich auf jeden Fall, wie gesagt, cool, dass man überhaupt gedacht hat, dass er ihn besiegen kann. Ist schon extrem, dass Brook sie besiegen kann, ist schon relativ lustig. Aber hey, Ruffy hat es auch geschafft, Enel zu besiegen, obwohl er eigentlich so viel stärker sein sollte. Aber wegen dieser gegensätzlichen Teufelsfrucht. Aber ich schätze mal, dass es bei Brook und Big Mom der Kräfteunterschied so groß ist, dass einfach diese Counter-Teufelsfrucht nichts mehr bringt. Ihr könnt euch das so vorstellen, für alle, die Pokémon gespielt haben, wenn ihr ein Level 5, sage ich mal, Pokémon habt und eins mit Level 10 und beide sind gegensätzlich. Das heißt, ein Wasser-Pokémon und ein Feuer-Pokémon. Wenn das Wasser-Pokémon Level 5 ist und das Feuer-Pokémon Level 10, bringt es halt nichts mehr. Die Aqua-Knarre macht ihm keinen Schaden, weil er halt inzwischen so viel HP hat. So stelle ich mir das Ganze vor bei dieser Situation und bei Ruffy und Enel. Ich schätze mal, die waren... Da gab es zwar schon einen Kräfteunterschied, aber ich schätze mal, dass er nicht so groß war wie bei Big Mom und Brook. Ich meine, sie ist ein Kaiser. Außerdem gab es die Stelle, wo Brook es mehr oder weniger geschafft hat, an ihre Haut ranzukommen mit seinem Schwert und er hat gemerkt, dass ihre Haut extrem, extrem fest ist und das ist nicht normal. Dachte sich Brook auch und ich schätze mal, das liegt daran, weil sie halt kein normaler Mensch ist. Das sollte ja klar sein. Nicht nur an ihrer Größe, es gibt viele große Menschen in One Piece, aber insgesamt halt an ihrer körperlichen Stärke. Da ist es wirklich irgendwie, keine Ahnung, ob mit ihr Experimente gemacht worden sind oder sonst was. Auf jeden Fall ist ihre Haut extrem, extrem fest, als ob da Haki drauf wäre. Und wenn sie dann noch Haki macht, extrem heftig, Freunde. Und ja, also lasst euch nicht von dieser äußeren Hülle, sage ich mal, täuschen von Big Mom. Sie ist eigentlich richtig, richtig krass. Dann schafft es Big Mom, Brook festzuhalten und dort kommt auch eine richtig interessante Stelle. Brook ist natürlich nackt und sie wundert sich, oh, Brook, er hat einfach, es ist ein Skelett und er lebt einfach und so und das findet sie richtig interessant. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie insgesamt halt sehr vielen Gegenständen ihr Leben gibt und also ihre Seele mit einfließen lässt, damit die zu Leben kommen und jetzt sieht sie mal ein Geschöpf, was nicht von ihr belebt ist und deshalb findet sie das wahrscheinlich auch interessant, dass Brook sozusagen lebt, ohne dass ein Teil von ihrer Seele da drin ist oder sonst was in der Art. Kurz daraufhin erscheint auch Pudding, die durchsuchen die Sachen von Brook, ob er was geklaut hat und die sagen, nee, hat nichts, aber im Endeffekt wissen wir ja, dass Brook es geschafft hat, das Poneglyph, also das Road Poneglyph für Monkey D. Ruffy dort rauszufischen und danach gibt es auch die Stelle, wo Big Mom erwähnt, dass Roger schon mal bei Big Mom war und dass Roger einfach es geschafft hat, von Big Mom das zu klauen. Das heißt, diese Wiederholungstheorie, die ich damals hatte, beziehungsweise bald kommt da wieder ein Part, by the way, auf jeden Fall wiederholt sich auch hier wieder die Story, weil Roger damals von Big Mom das Poneglyph geklaut hat. Anscheinend hat er sie auch nicht besiegt und macht es wie Ruffy und jetzt macht es Ruffy selber auch. Und durch Big Mom, beziehungsweise dadurch, dass er sich dort reingesneakt hat, hat er es geschafft, überhaupt Piratenkönig zu werden und das finde ich richtig, richtig interessant. Diese Information, die es damals im Manga gab und jetzt im Anime, hab ganz vergessen, dass es diese Info überhaupt gab und war deswegen nice, dass ich diese Folge nochmal gesehen habe und für euch nochmal ein bisschen die Gedanken auffrischen kann und vielleicht neue Ideen herbeibringen kann. Und was noch richtig, richtig cool war an der Folge, war das Ganze mit Pudding. Und zwar meinte Big Mom, dass Roger die Fähigkeit hatte, die Stimme des Universums zu hören und dadurch die Poneglyphen zu lesen. Wir wissen ja, Ruffy hört sie auch, aber
aber er hat Robin bei sich, die Poneglyphen liest. Aber im Endeffekt könnte Ruffy das anscheinend auch, wenn wir nach dieser Info gehen. Und dadurch hat Roger es halt überhaupt geschafft, Piratenkönig zu werden. Big Mom selbst kann die Poneglyphen nicht lesen, aber sie hat eine Hoffnung, und zwar Pudding. Und zwar stammt sie aus einem Stamm mit den drei Augen. Und bei Pudding ist es etwas anders, denn sie besteht vor allem. Sie ist zur Hälfte wahrscheinlich von diesem Stamm und zur Hälfte wahrscheinlich ein normaler Mensch, weil halt die Mutter Big Mom ist und der Vater wahrscheinlich von diesem Drei-Augen-Stamm ist. Und dieser Stamm ist wahrscheinlich dafür bekannt, diese Stimme des Universums zu hören. Beziehungsweise, ich glaube sogar, dass es so weit geht, dass die Kozuki-Familie halt die Poneglyphen gemacht hat, das wissen wir. Und dieser Stamm mit den drei Augen, ich schätze mal, dass die vielleicht sogar für die Stimme des Universums zuständig sind, denn anscheinend kann Pudding die Kraft von dem dritten Auge irgendwie erwecken, und ich schätze mal, das passiert noch in Zukunft, und dann hilft sie vielleicht Big Mom, hilft sie vielleicht Ruffy, obwohl wir halt im Endeffekt Ruffy haben, der es vielleicht selbst schon kann, oder man braucht Pudding wirklich noch dazu, also Robin, Ruffy und Pudding, um zum One Piece zu kommen oder sonst was. Dann hätten wir drei Personen, die theoretisch Poneglyphen lesen können, und wir haben jetzt vier Rogue Poneglyphe, vielleicht gibt es noch eine weitere Person, vielleicht müssen die alle gleichzeitig irgendwas machen, und deshalb baut Oda vielleicht einige Charaktere ein, die das sozusagen könnten, und vielleicht hat jemand von Ohara überlebt oder sonst was, oder es ist einfach so, dass Ichiro Oda uns etwas zeigen möchte, und zwar, dass es diesen Stamm gibt, dass die Stimme des Universums sozusagen erfunden haben und das einfach einführen und nicht irgendwas für Big Mom machen möchte, weil im Endeffekt Ruffy jetzt das Poneglyph erfolgreich geklaut hat, und deshalb denke ich, dass Oda, wie gesagt, uns sozusagen diese Einleitung in den Stamm mit den drei Augen geben wollte, und weil Pudding halt zur Hälfte von diesem Stamm ist, kann sie diese Kräfte vielleicht schwer erwecken oder sonst was, und ja, deshalb fand ich das Ganze interessant und wollte mal, wie gesagt, ein Video zu der aktuellen Folge machen. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Wusstet ihr diese ganzen Infos aus diesem Video oder habe ich euch nur doppelt was zugeplappert? Also die Stelle mit denen, wo Ruffy diesen Typen erwürgt hat, das war schon echt krass. Also ich glaube wohl kaum, dass es vielen im Kopf geblieben ist. Ich fand es auf jeden Fall heftig, Freunde. Schreibt mir bitte eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.